Hallöchen, wir machen mal wieder einen kleinen Wochenendausflug und heute wollen wir uns die Burg Hohenzollern anschauen. Was wir morgen machen, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall möchten wir euch gerne dazu mitnehmen. Wir haben hier auf einem Parkplatz übernachtet, damit wir morgens früh gleich los können und den ganzen Tag nutzen können. Ja, das ist direkt hier unten an der Burg. Die sieht man leider nicht. Die ist hier den Hügel hoch. Ich muss jetzt aber auf jeden Fall erstmal den Kaffee runternehmen. Der ist fertig. Und dann wird erstmal hier schön gefrühstückt. Und wenn wir damit fertig sind, geht's hoch zur Burg. Ja, wir sind auch schon auf dem Weg nach oben. Und dadurch, dass wir hier geschlafen haben, ja, sind wir relativ früh unterwegs. Die haben noch gar nicht offen. Es ist 8:30 Uhr. Ich denke mal, um 9 werden die aufmachen. Aber wir haben unten schon die ersten gesehen, die halt alles so vorbereiten. Und die meinten, wir können auch schon loslaufen. Oben haben sie dann auch um 9 offen. Und dadurch, ja, sind wir hier allein. Und ich finde das einfach nur klasse. Ja, und gleich sind wir da. Das ist echt der Wahnsinn hier, die Burg. Jetzt sind wir von hier unten hochgelaufen in so einer Spirale. Hier ist so ein kleiner Innenhof. Und dann gucken wir uns jetzt hier mal den Abzweig an. Das sieht ja hier echt wahnsinnig geil aus. Super. Der Hammer hier. Und jetzt guck mal hier drüben. Wow. So ein schöner Ausblick. Laut Wetterbericht sollte es eigentlich die ganze Zeit bewölkt sein, aber haben wir wieder Schwein gehabt. Das sieht echt Hammer aus. Ich habe mich gerade erkundigt. Wir haben, wie ich finde, ganz schön viel Glück, weil wir haben zwei kleine Kinder am Start. Und ich habe gerade gefragt, wie lange die Führung denn überhaupt geht. Und heute gibt es gar keine Führung. Heute ist königliches Flanieren. Das heißt, wir können hier frei im Gebäude rumlaufen, uns alles anschauen. Und wenn Fragen sind, gibt es halt Personal, kann man fragen. Und das ist natürlich mit kleinen Kindern viel einfacher. Und deswegen, also ich bin schon echt gespannt. Ja, von den Preisen her, 12,50 € die Karte.
Mal gucken, ob es sich lohnt. Aber ich denke schon. So, wir haben jetzt den Rundgang fertig. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Ist auch schön mit Kindern, dass es eben keine Führung war. Die sollte eigentlich 1,5 Stunden gehen. Und mit einer 4-Jährigen und einem 1-Jährigen, das wäre ja Quälerei für die gewesen. So konnte man sich anschauen, was man wollte. Und überall in fast jedem Raum war dann jemand, der einem das erklären konnte, wenn man Fragen hatte. Und ja, 1/2 Stunde haben wir jetzt dafür gebraucht. War schön gewesen. Jetzt gehen wir wieder runter zum Bus und machen erstmal schön Mittag. Und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hinfahren. Haben wir uns immer noch nichts überlegt. Na gut, bis dann. Silvia läuft jetzt den normalen Weg, also die Straße mit dem Buggy, und ich gehe hier direkt am Eingang den Fußweg zum Parkplatz runter. Der sieht interessanter aus. Schon bin ich unten. Ja, der Weg runter war jetzt weniger spannend, habt ihr ja gesehen. Ich dachte eigentlich, das ist ein schöner Kraxelweg, den wir beim Hochgehen gesehen haben. Aber das waren nur irgendwelche Treppen, Asphalt, alles ziemlich steil. Die Treppen haben sich auch nicht schön gelaufen irgendwie. Die waren irgendwie, weiß ich nicht, liefen sie komisch. Naja, aber jetzt überlegen wir uns erstmal, wo wir als nächstes hinfahren, und das seht ihr dann im nächsten Video. Ja, zum Schluss vielleicht doch noch ein, zwei Sätze. Wir sind hier gerade runtergegangen und ich kann nur sagen, da sind so viele Leute hochgegangen. Da ist auch heute anscheinend noch eine Hochzeitsveranstaltung und. Also wer sich das angucken will, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber dann kommt wirklich so früh wie möglich. Also um 10 ist der Einlass gewesen, da machen die Kassen auf. Aber man kann sich halt auch wunderschön erstmal das alles draußen, das gesamte Außengelände anschauen. Und dafür bezahlt man halt gar keinen Eintritt und die Tore sind halt offen. Also auch jemand, der gar kein Interesse an Führung hat, kann ich halt nur sagen, auch mal sich trotzdem mal anzuschauen. Ja, die Aussicht da oben zu genießen. Also ihr habt ja gesehen ganz am Anfang, dass wir so alles gefilmt haben. Das war alles im Außenbereich, da waren wir noch gar nicht drin und da haben wir noch gar keinen Eintritt bezahlt. Und da kommt man halt immer hin. Und gestern Abend habe ich auch Leute gesehen, die sind dann halt zu den Abendstunden da hochgegangen und haben sich das angeschaut. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch vielleicht sogar mal nachts. Also der Weg ist ja nicht schwer gewesen. Mit einer Taschenlampe kann man das gut machen. Aber jetzt so hier, wo ich die Massen gesehen habe, also das will ich gar nicht wissen. Also da wartet man, glaube ich, jetzt schon mal 2-3 Stunden, bevor man überhaupt reinkommt, und hat dann auch, glaube ich, nichts davon. Und ja, wie ihr gesehen habt, dieses Flanieren, was halt heute war, also dieses königliche Flanieren heißt das, das ist wohl öfter, es wird wohl öfter angeboten. Und ich finde, das mit Kindern ist das echt eine tolle Sache, weil man kann sich das anschauen, und unserer Großen hat es richtig Spaß gemacht. Die ist da abgegangen, und bei so einer Führung das Zuhören, das wäre, glaube ich, dann auch schwierig geworden. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.